Okay, die Goblins haben es rausgeschafft. Ist jetzt nicht so schlimm. Ah, hier runterkommen. Wird jetzt interessanter. Buddeln wir uns erstmal da rein. Von da aus können wir uns da darüber buddeln. Und von da aus kommen wir dann an die ran und kommen hier drüben mal rein. Wobei es auch hier unten noch Vorräte gibt, an die ich gerne rankommen würde. Gerade vor allem das Turmalin. So, hier und hier. Das und das. Und da ist noch Eisen. Da ist übrigens auch noch etwas Eisen. Oh, Marmor. Marmor ist sehr gut. Marmor und ein bisschen Turmalin. Und ein einzelner verlassener Goblin. So, stelle ich denen hier gleich mal noch eine Leiter auf, dass sie da auch ja wieder rauskommen. Und ja, das Titan brauchen sie mir nicht ausgraben. Das Eisen hier nehme ich allerdings wieder gerne. So, gehen wir mal nach oben und gucken, wie viele Trainingsfiguren hier noch sind. Genau eine einzige. Komm, du wirst jetzt Militär. Wir errichten hier neue Trainingsfiguren. So. Der Goblin hat es rausgeschafft, meinetwegen. Ja, die hier könnten ein Problem werden. Die werden auch ein Problem. Ich kann aber schon mal mit ein paar Holzleitern den Weg vorbereiten. So, noch eine Leiter und sie könnten theoretisch hochkommen. Was ich ja erstmal nicht will. So, der Goblin wird jetzt gerade abgemurkst. Sag mal, hinter dem Eisen ist noch Turmalin versteckt. Das finde ich gut. So, gräbst du das hier aus? Grab mal bitte das hier aus. Da hätten wir das nämlich auch mal erledigt. So. Eine Brücke hin, dass sie auch wieder rüberkommen. Genau, das Turmalin ausgraben finde ich sehr nett. Und von mir aus auch hier das Platin. Und ja, ganz ehrlich, wir machen jetzt mal die Gelehrtenspezialisierung. Einfach damit ich meine Gelehrten spezialisieren kann. Wenigstens die zwei nicht ganz so guten wie ihn und ihn.
Da fehlen uns noch knapp 300 Turmalin, dann können wir auch noch den anderen spezialisieren. Wir könnten ja zum Beispiel schon mal ein bisschen nachhelfen, indem ich 50 Turmalin kaufe. So. Weil das, was wir an Platin und Gold hier noch so finden können, ist mehr als genug. Und ich sollte mir die Gegend besser ansehen. Da ist Titan versteckt gewesen. Und da ist noch mehr Titan versteckt. Und Gott, ist hier noch eine riesige Platinader, ey. Ja, ich hab's vielleicht schon mal erwähnt, aber Adern werden bei jedem neuen Spiel wiederholen des Levels neu gesetzt. Also kann ich zum Beispiel hier Turmalin und Eisen und hier das Zeug alles ausbuddeln. Auch hier das Zeug ausbuddeln. Und ja, ich könnte Holz ausgeben. Um mal hier das noch zu flicken. Das war jetzt nicht so gedacht. Weil dann kommt er ja nicht an das restliche Zeug ran. So, bau ruhig weiter. So, hier noch zubauen. Ja. Naja, toll. Da musst du... Was auch immer da gerade falsch gelaufen ist. Ja, jetzt ist es richtig gelaufen. So. Das hier muss zugemacht werden. Pause bitte aus. Kannst du das durch die Leiter bauen? Ja, kannst du. Das und das noch. Und dann ist hier alles zu. Jawohl. Da ist das schon mal nicht mehr so wichtig. Du kannst gleich abgegradet werden zum Kämpfer. Wo sind meine Spitzhacken-Jungs? Deine ist da gefangen gewesen und der andere ist da gefangen gewesen. Wo waren die jetzt gefangen? Jetzt habe ich es gerade verpeilt. Achso, da warst du gefangen, ja.
Und du greifst jetzt von unten aus. Alles aus. Auch gut. So, das hier noch, bitte. Ja, an Ressourcen dürfte es jetzt so schnell nicht mehr mangeln. Leiter bitte nach da. So, da kriegst du eine Leiter, dass du hochgehen kannst und was essen gehen kannst. Währenddessen ist es mal Zeit, wenigstens die zwei abzugraden. Zu Schildträgern. Und dann auch den dritten abzugraden zu einem Schildträger, wenn er soweit ist. Währenddessen gibt es noch mehr Trainingsfiguren. Was sie vielleicht einbauen hätten können, wäre, dass Möbel und so weiter mit der Zeit an Haltbarkeit verlieren. Dass die Handwerkszwerge auch zwischendurch mal was zu tun haben, indem sie es einfach so reparieren. Also nicht, dass es was kostet, aber dass sie einfach beschäftigt sind, dass man mehr als nur einen Handwerkszwerg braucht. Bei alle anderen Zwerge machen Sinn, wenn man mehrere hat. Arbeiterzwerge, gut, komme ich immer mit zwei klar. Hauptsächlich Militär und Forschung ist so das Wichtigste. Ja, und ich hätte auch irgendwann gern mal hier das Marmor. Wie viel Marmor brauche ich pro Tisch? 50. Und das Turmalin hätte ich auch noch gerne. So, die gehen beide schon wieder zur Arbeit. Das ist sehr gut. Ja, so wie es aussieht, komme ich gut voran. Für meine beiden Schildträger bräuchte ich jetzt Drachenblut. Das könnte aber noch eine ganze Weile dauern. Und hinter dem Platin liegt noch Gold. So. Leiter bitte. Also ja, jetzt hätte ich schon mal genug Titan für das Upgrade von den beiden. Und ja, die Außenbereiche, so wie ich die gerade auseinandernehme. Aber ich komme wenigstens an mein Turmalin, das ich brauche. Hey! Also hier wäre noch mehr Turmalin und Titan und ein Haufen Marmor. Yay. Und ja, cool. Oh, nebenbei, hier drüben kommen die gar nicht hin.